2 bis 4 Jahre Haft. Das fordert die Staatsanwaltschaft München für 2 Klimaaktivistinnen. Als Protest gegen die Automobilausstellung IAA hatten die beiden sich mit Transparenten von einer Autobahnbrücke abgeseilt. Die Polizei sperrte die Autobahn und nahm die Aktivistinnen fest. Die Folge: ein 5 Kilometer langer Stau. Fast 1300 Personen saßen fest. Das ist der Grund für die Anklage der Staatsanwaltschaft. Es besteht der Verdacht der Nötigung in 1296 Fällen. Für sie steht nicht der Protest an sich im Vordergrund, sondern der Stau. Die Aktivistinnen sind überzeugt, die Staatsanwaltschaft möchte an ihnen ein Exempel statuieren. Aus Sicht der Aktivistinnen waren weder die AutofahrerInnen noch sie selbst in Gefahr. Ohne das Eingreifen der Polizei hätte es nie einen Stau gegeben. Eine der Angeklagten findet: jahrelang Gefängnis, das macht mir wirklich Angst. Aber es ist immer noch weniger beschissen als die Klimakatastrophe. Was bleibt uns, als gegen dieses tödliche Unrecht aufzubegehren? Wie seht ihr die Situation? Eine faire Strafe oder völlig übertrieben?